Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin wieder da und auch gleich mit einem neuen Game und zwar Little Nightmares 2. Wir haben ja den ersten Teil schon gezockt. Falls ihr sehen wollt, worum es da geht, was im ersten Teil passiert ist, verlinke ich euch oben mal die komplette Playlist. Wir fangen jetzt aber mit Teil 2 an. Ich bin sehr gespannt. Soll um einiges mehr creepy sein als der erste Teil. Bin gespannt. Los geht's. Oh. Kartonboy. Ja, wie im ersten Teil auch, brauchen wir natürlich wieder einen Namen für unseren kleinen Johnny hier, weil der hat nämlich keinen. Also bitte Leute, falls ihr Ideen für Namen habt, dann haut die unten in die Kommentare. Sind auf jeden Fall schon mal draußen, das ist cool. Im ersten Teil waren wir ja nur auf diesem Schiff. Übelster Spoiler, das hat man nicht erst am Ende erfahren, dass man auf einem Schiff ist. Wir waren auf jeden Fall im Gebäude. Achso, ich kann ja nach vorne auch. Ist ja gar kein 2D-Game. Dummer Hausi. Ja. Jetzt mach auf das Ding. Ich find's auch cool, dass einem nichts erklärt wird. Man hat keine HUD. Ist ein sehr immersives Spielerlebnis. Das ist halt, der Anfang ist im Prinzip so eine Art Tutorial, wo dir aber trotzdem nichts erklärt wird. Ich glaube, wenn ich jetzt hier lange stehen würde und quasi nicht weiterkomme, dann würde er sagen, mit der und der Taste kannst du da hochklettern und so. Finde ich aber cool gemacht, dass dir das alles nicht so vorgekaut wird. Oh, da ist eine Falle schon. Aber dadurch, wir den ersten Teil schon gezockt haben, wissen wir da vollends Bescheid. Wobei, ich wüsste wahrscheinlich auch, wenn wir den ersten Teil nicht gespielt hätten, war jetzt bisher nicht so schwer. Ja. Ich quatsch nebenbei so ein bisschen und zwar habe ich euch ja Hitman versprochen. Das war auch der Grund, warum ich jetzt so lange nicht online war, weil nachdem ich Hitman... Oh, oh! Lauf, Cartoon Boy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nachdem ich Hitman installiert hatte, hat mein Rechner angefangen zu spinnen. Und zwar richtig krass. Also, ich konnte nicht mehr aufnehmen. Ich konnte nicht mehr streamen, nichts. Hab meinen Rechner neu aufgesetzt, hab Windows neu installiert, hab alles neu gemacht, hab bei dem Zuge dann auch gleich meine Festplatten getauscht, mein Mainboard getauscht, meine CPU getauscht. Das Problem ging nicht weg. Immer wenn ich Hitman installiert hatte, hab mein Rechner abgekackt. Und ja, anscheinend installiert er, wenn ich den Epic Launcher installiere, installiert er irgendwas von DirectX. Und damit kommt mein PC nicht klar, warum auch immer. Deswegen jetzt erstmal kein Hitman, hol mal vielleicht nach, ich hätte nämlich schon tierisch Bock drauf. Vor allem hätte ich es halt echt gern gestreamt. Wer bei dem Stream mal dabei sein möchte, kann mir gerne ein Follow auf Twitch da lassen. Aber wir haben ja noch andere Games, ja? Wir haben FNAF, wir haben Little Nightmares. Dieses Jahr kommt ja noch einiges. Harry Potter wurde schon verschoben. Habe ich ja in meinem Video, auf diese Spiele freue ich mich dieses Jahr, habe ich ja Harry Potter erwähnt. Bei Harry Potter ist es ja nicht. Hogwarts Legacy oder wie es heißt. Uff. Hab da ja, glaube ich, sogar schon gesagt, dass ich vermute, dass es verschoben wird. Und ja, wurde es. Okay, ich komme da nicht rüber. Anlauf? Muss ich... Nein. Ja, war vorhersehbar, dass das verschoben wird. Das ist massivst ärgerlich, aber... Dann haben wir schon mal was, worauf wir uns 2022 freuen können. Ist das schon die erste Stelle, wo ich hänge, oder? Ist das ja bitter. Ich meine, dass ich mich da vielleicht... Ah, ja, okay. Ihr wisst ja, ich bin nicht der Schlauste, gell? Das sind so Details, die liebe ich, dass der wirklich sich an den einzelnen Sprossen festhält. Habt ihr gesehen, diese eine, wo schief war, da hat er sich auch so schief festgehalten. Ich weiß, das juckt keine Sau, aber mir ist sowas immer voll wichtig. Ich feiere sowas. Da, Falle.
bin geschrocken. Ja, geil. Okay. Ja, machen die Schuhe hier doch einen Sinn? Wieso erschrecke ich denn bei Little Nightmares, Alter? Hör doch auf. Ja, der war fies. Ich dachte, das ist so eine Stolperfalle mit so einem blöden Netz, habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich sag ja, ist so eine Papptüte auf dem Kopf. Würde mich schon wieder interessieren. Oh, das sind Bärenfallen. Ich einfach hier straight reinlaufe, überhaupt nicht drauf achte. Oh, da liegt eine. Okay. Kann ich die haben? Gib mir bitte den Stock. Dankeschön. Na, nimm ihn halt mit. Zack. Rätsel gelöst. Boah, da ist doch auch wieder irgendwas, oder? Was ist da? Nichts. Okay. Tannenzapfen. Da schmeißen wir mal einen rein. Da ist nicht bestimmt irgend... Aha. Aha. Haben sie gedacht, sie können mich foppen. Nicht mit mir. Oh Gott. Das ist aus der Sicht halt echt nicht so einfach. Ey, ohne Witz, mir taugt das Spiel jetzt schon. Aber so richtig. Ich fand den ersten Teil grandios. Meisterwerk. Hat mich sehr stark an Limbo erinnert. Limbo war ich auch immer ein Fan. Aber der ist noch um einiges besser als Limbo. Nein, kein Haus. Ich bin so gern draußen. In Häusern ist immer irgendwas oder irgendjemand. Hallo? Da sitzt... Nee, okay. Oh, das ist so schön gemacht. Ach, ist das ein schönes Spiel. Willst du mir jetzt echt erzählen, dass hier nirgendwo ein Gegner ist, oder was? Das glaube ich nicht. Wer bist du? Wie komme ich da rein? Ups. Wie komme ich da rein? Ja, damit nicht. Damit auch nicht. Gehen wir erstmal nach rechts. Erstmal die Lage. Oh, da ist ein Hackebein. Kann ich das nehmen? Oh, na toll. Kann ich nicht. Oh, ich habe so Angst, dass ein Gegner kommt. Ich habe keinen Bock auf einen Gegner. Null. Okay, dann brauche ich die Axt. Wie kriege ich die? So. Ich mag halt so Gegner nicht, die dich permanent jagen. So dieser Stress die ganze Zeit. Da ist mein armes, übergewichtiges Herz nicht dafür gemacht. Zack. Ich komm rein. Hier ist Johnny. Kein Wunder, dass der wegläuft. Kann man auch ein bisschen dezenter machen. Man kann sich vielleicht ankündigen, sagen, glopp, glopp. Hier bin ich. Ich komme jetzt gleich rein. Wie so ein Berserker durch die Tür donnern. Ja. Kann ich damit was machen? Okay, der rennt hoch. Ja, lass mal liegen, die Spiele brauchen wir glaube ich nicht. War oben noch ein Raum? Oben war doch nichts mehr. Aber nach vorne bin ich nicht gegangen. Ja, genau. Da war ich nicht. Oh Gott, ich höre schon wieder irgendjemanden. Oh! Achso, die sind nicht echt. Oh mein Gott, was lebt denn da wieder für ein Psycho, Alter? Was machst du? Was ist das? Psst. Leise sein. Zusammen schaffen wir es. Ja, Mama Räuberleiter.
Zack. Also wenn das keiner gehört hat, fresse ich einen Besen. Ja, komm da schon. Oh mein Gott, schnell, komm hoch. Komm! Junge, lauf doch! Sage mal, der andere lässt sich Zeit. Ja, hilf mit. Wow, hoffentlich bleibt er nicht die ganze Zeit bei mir. Ich hasse das, wenn ich so zwei Leute irgendwie... Wenn ich auf jemanden aufpassen muss oder so. Das ist nicht mein Ding. Okay, wie kommen wir da hin? Brauchen wir eine Kurbel. Kriege ich jetzt eine Kurbel her? Hä? Räuberleiter, warum? Was will ich da oben? Ist hier eine Kurbel? Oh Gott. Oh Gott. Ich find's jetzt schon gruseliger als den ersten Teil, muss ich sagen. Der erste war... Den ersten fand ich gar nicht gruselig. Alter, was für ein scheiß Freak lebt da. Das ist ja hier so ein, weiß ich nicht, schweigender Lämmer-Ding. So, müssen wir zusammenkurbeln, oder? Hoppala! Lol. Okay. Ja, wenn Kurbel hochhebt, scheiß auf dich. Sehr geil. Hä, hey, ich wollte den Schlüssel runterkurbeln. Du musst es festhalten. Mein Gott, Junge. Kannst du ruhig ein bisschen mithelfen? Ja. Was ma... Achso, okay. So. Haben wir einen Schlüssel, sehr schön. Oh, ich musste nicht tragen, das ist auch gut. Hab mich schon gesehen, bevor wir diese Leiter hochgeklettert sind. Ich vergesse immer, dass ich da Taste drücken muss. Bevor wir hochgeklettert sind, da war ein Schlüssel an der Tür. Ja, mein Gott, Junge, geh halt einfach runter. Im ersten Teil muss ich die Schlüssel aber immer tragen. Finde ich auch besser, dass er die in die Tasche steckt. Und wir sind wieder... Oh, da sind Fußabdrücke. Moin. Okay, 8000 Bären fallen. So weit kann ich nicht sprengen. Nee. Können wir das zusammen verschieben? Oh, was ist das für ein Geräusch? Komm, hilf mit, Bratan. Sehr schön, danke. Weiter geht nicht. Aber das reicht uns auch schon. Zack. Rein in die Olga. Boah, das Geräusch ist ja widerlich. Oh, da ist er. Boah, die Schraube, das ist so gut gemacht, Alter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, lauft! Oh mein Gott, oh, oh mein Gott. Ja, natürlich hat er eine Waffe dabei. Was ist jetzt los? Ich will, was? Hä, was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte hinter die Kiste müssen. Oder dann zerschießt er die Kiste. Oh mein Gott. Oh, ich häng fest. Ah, schnell verstecken. Oh mein Gott. Einfach weg. Geh zurück. Nee, dein Zeug. Verpiss dich doch. Nein, was machst du? Bleib hier.
Wieso gehen wir jetzt? Ich check's nicht. Boah, mit dieser tiefen Schärfe, es ist so gut gemacht. Oh Gott, das ist so spannend. Es ist so spannend. Ah, da ist das Gras zu Ende. Ah! Jetzt geh zurück, Mann! Der hat ja gesehen, wie wir weggerannt sind. Ja, wie schnell wir gelaufen sind. Warum denkt er denn, dass wir jetzt hier irgendwo sind? Also wenn wir nicht hinter ihm wären, müssten wir ja schon so weit weg sein. Ah, okay, okay, jetzt pass auf. Er guckt jetzt wieder hierher. Und wenn er rüber guckt, muss ich schleichen oder laufen? Das ist jetzt die Frage, gell? Nein! Er hat mich erwischt. Ich dachte, er hat meinen Kollegen getroffen. Einfach nicht bewegen. Der kann dich nicht sehen, wenn du dich nicht bewegst. Boah, dass ich dann hier wieder starte, ist ja auch ärgerlich. So, jetzt guckt er wieder rüber. Wir gehen noch weiter. Wenn ich jetzt hier... Ach, verkackt. Verkackt, safe verkackt. Jetzt guckt er rüber und sieht uns, oder? Oh mein Gott. Jetzt lauf! Was denn? Ja, jetzt war ich übermütig. Mein Gott. So, bis hierher. Jetzt guckt er her und sobald er wegguckt, schleichen wir zu dem Loch. So. Perfekt. Wunderbar. Wir sind da nicht. Oh mein Gott. Ballert der einfach hier rein? So, geht's jetzt wieder raus? Egal, wo es rausgeht, wartet der wahrscheinlich schon auf uns. So, Ausgang. Vielleicht ist er auch weg. Jetzt wieder so ein bisschen Entspannung und Rätsel. Ja, muss nicht so Dauerstress sein. Aber ich finde, die haben auch im ersten Teil haben die da echt gut die Kurve gekriegt. Also es war... Das perfekte, ja, mein Gott. Perfekte Maß an Anspannung, aber auch noch geil rätseln und nicht übertrieben und so. Ich glaube, die haben das wieder gut hinbekommen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir können ja nicht beide dahin laufen. Ach ja, ja, geh du. Kein Ding. Tschüss. Mach ich jetzt? Ah. Was? Du fängst mich? Bist du dir sicher? Oh mein Gott. Ja, passt schon. Kannst mich loslassen. Der versteckt dich doch, Q. Hey, hey. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los?
Nein, geh halt da hoch! Nein! Ah! Wieso geht der nicht nur auf mich los? Baller halt den anderen ab. Ist ja nicht so, dass ich dir irgendwas getan habe, oder? Ja, boah! Oh, oh mein Gott, schnell! Ziemlich hoch! Ziemlich hoch! Ah. Ist das krass! Okay, warte. Lass doch los! Dezent spannend. So, können wir weiter? Kann ich mich... Ah, ich kann untertauchen. Wissen wir ja sogar. Da riecht's bestimmt gut, glaube ich. Ah, Mann! Nein, ich bin viel zu langsam. Ach du Scheiße. Q, was ist mit dir? Ja, ich nenne den jetzt Q, weil ich Q drücken muss, damit der mich hört. Nein, ich hätte hier stehen bleiben müssen. Ich hätte nicht stehen bleiben müssen. Nein, genau hinter die Wand! Oh. Ich habe es jetzt gerade nicht gespannt, ob ich jetzt warten hätte müssen. Ah, okay. Ja, schmeiß doch um. Aber gut, da bin ich auch so rübergekommen, oder? Nein, jetzt müssen wir da wieder hochklettern. Da, das sieht der... Nee, da geht weiter, okay. Oh, oh. Okay, wieder im Gras verstecken, oder? Ne. Alter, es ist einfach zu räudig. Es ist zu räudig. Lauf! Tür auf, komm, schnell, hilf mit! Steh auf, Mann! Steh doch auf! Oh, eine Waffe! Oh mein Gott! Komm zu zweit, wir pumpen ihn jetzt weg. Und... Boots, Junge. Hat sie weggedrückt, Alter. Stefan, du bist so groß. Auf Ballast mit einer Schrotflinte. Okay, können wir gehen. Ich würd den gern sehen jetzt. Ob der tot ist. Krass, wenn man nichts hört, weil es so laut war gerade. Ja, ich bin begeistert, Freunde. Ich würde sagen, dass wir hier jetzt den ersten Teil schon mal gemacht haben. Bockt sich. Wird weitergehen. Wir werden Nightmares 2 auch wieder komplett durchzocken. Wie gesagt, wer Teil 1 sehen möchte, wer sehen möchte, worum es da jetzt überhaupt geht, der kann gerne mal meine Playlist anschauen zum ersten Teil. Wir hocken jetzt da auf dem Dirli. Und schippern hinaus aufs offene Meer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie wir den kleinen Kollegen nennen werden. Ich brauche da unbedingt Hilfe von euch, weil sonst nenne ich ihn wieder falsch. Ist es überhaupt ein Junge? Letztes Mal war es ein Mädchen. Ich habe immer Junge gesagt. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Remember me for